Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Ich weiß, es ist schon wieder ein bisschen länger her, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mal wieder einen neuen Park mit euch zu bauen. Und zwar diesmal unter dem Motto verlassene InGen-Einrichtung. Und das Ganze nennen wir Anlage D, habe ich mir so gedacht. Das D steht für Dandy. Ganz selbstverliebt. Aber ich glaube, Anlage D gibt es im Film noch nicht, oder? Deswegen ist das dann unsere eigene erfundene Anlage von der Firma InGen. Ich freue mich schon sehr darauf. Das Spiel sieht übrigens gerade sehr, sehr anders aus, wie ihr sehen könnt. Das liegt zum einen daran, dass ich viele Mods installiert habe. Und ich habe auch noch einen Shader quasi über das Spiel gelegt mit Nvidia Ansel. Da kann man so Filter drüber legen. Ich kann euch auch mal eben kurz den Unterschied zeigen. Moment. So, das ist mit diesem Filter. Und das hier ist ohne den Filter. Also ich finde es mit deutlich schärfer und irgendwie sieht es auch ganz, ganz anders aus. Also das macht es irgendwie echt interessant. Und deswegen möchte ich das mal ausprobieren. Wenn euch das nicht gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich werde jetzt die erste Folge auf jeden Fall erstmal so aufnehmen. Bevor wir jetzt aber mit dem Bauen anfangen, möchte ich nochmal kurz mit euch in die Sandkasteneinstellungen. Wundert euch übrigens nicht, dass der Shader macht auch die Menüs dunkler. Deswegen sieht das hier alles ein bisschen dunkler als normal aus, aber das ist ja an sich nicht schlimm. Weil so viel ist man ja nicht in den Menüs unterwegs. Aber ich möchte nochmal ganz schnell hier einmal den Tag-Nacht-Zyklus auf Tag erstmal stellen. Vielleicht machen wir den später auch noch an und dann die Zeit ein bisschen höher. Da bin ich mir noch unsicher, aber erstmal jetzt in der ersten Folge möchte ich mit euch bei Tag bauen. Und ich mache definitiv das Wetter auf schwere Stürme, weil wir wollen natürlich auch, dass die Gebäude, die noch übrig geblieben sind bei der Anlage, dann hoffentlich auch zerstört werden. Das soll ja sozusagen so eine Anlage sein, die die Dinosaurier und die Zeit und die Natur für sich wieder zurückerobert hat. Mit der Zeit, wollte ich sagen. Ich denke mal, ihr wisst dann, was damit gemeint ist. Also da sind halt noch so ein paar Gebäudeüberreste und ein paar kaputte Zäune und sowas. Aber ansonsten ist viel überwuchert, viel bewachsen und die Dinosaurier bewohnen sozusagen die Insel. Ich habe mich übrigens für die Zuflucht entschieden. Ich habe hier, glaube ich, noch nie ein Parkbauprojekt gemacht. Aber ich finde die Insel wirklich schön. Und ist auch so ein schöner Sandstrand. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Projekt. Ich bin auch schon richtig heiß und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Als Startpunkt habe ich mir mal was ganz anderes überlegt. Denn wir müssen ja nicht unbedingt einen Eingangsbereich für Gäste bauen. Macht ja nicht viel Sinn auf so einer Insel. Deshalb... Achso, die Mods habe ich übrigens alle für euch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Falls ihr euch fragt, was ich installiert habe. Ich wollte gerade sagen, deshalb habe ich mich dazu entschieden, schon mal in meinem Kopf, dass ich einfach so einen Helikopterlandeplatz, glaube ich, nehme. Weil dann kommen sozusagen die Forscher mit diesem Helikopter angeflogen. Das ist, glaube ich, eine nice Sache. Damit die Gebäude übrigens so instant aufgebaut werden, habe ich Wiimote installiert, falls ihr euch fragt, wie man das macht. Das ist auch so ein Programm, damit kann man einige Spiele ein wenig modifizieren. Ich mache jetzt nochmal die Dinger voll. Übrigens, das Gebäude sieht natürlich jetzt noch sehr unzerstört aus. Also später wird das hoffentlich auch ein bisschen zerstörter sein und qualmen. Und wir können das gleich auch noch ein bisschen mehr so aussehen lassen mit diesen ganzen Deko-Sachen, die ich hier installiert habe. Die Liste ist wirklich lang. Ich baue jetzt einfach mal drauf los und dann schauen wir mal, wohin das führt. Ich glaube, so viel falsch machen kann man da nämlich gar nicht. Kann sich da wirklich, glaube ich, sehr austoben und reinlaufen lassen. Ein paar Fässer dahin. Warum nicht? Mal hier in die Ecke. Das ist echt cool, was man mit Mods mittlerweile machen kann, dass man sogar diese ganzen Gebäude und sowas modifizieren kann. Am wichtigsten ist tatsächlich auch, dass wir ja, sowas zum Beispiel auch mal benutzen. Oder gerade solche Bodenpflanzen. Da gibt es auch einige durch Mods. Ich glaube, das kann teilweise dann auch mal ein bisschen dauern. Ihr seht ja, wie groß diese Möglichkeiten sind und die Vielfalt. Das ist wirklich krass. Weil die Menüs sind super, super riesig geworden. Ich freue mich aber auch schon besonders auf die ganze Landschaftsgestaltung, die uns noch erwartet. Ich glaube, da werden wir noch uns sehr austoben können. Man kann auch richtig coole Felssachen bauen, man kann Höhlen bauen. Eigentlich fast alles, alles was das Herz begehrt. Es gibt ja auch irgendwo so große... Oh, das will ich noch platzieren. Oh ja, das ist sehr gut. Hier kommt auch mal so ein Autofrack hin. Warum nicht? Ah, solche Jeeps könnten wir auch noch hinmachen. Ich kann eigentlich mal eben den Weg abzeichnen. Am Anfang ist das immer so...
komplette Überforderung. Da baue ich dann immer kreuz und quer so ein bisschen. Ist aber bei mir immer so. Eingangsbereiche finde ich immer mit am schwierigsten. Gibt ja auch das Sprichwort, ne? Aller Anfang ist schwer. Trifft auch hierzu. Aber auch in anderen Lebenslagen natürlich, zum Beispiel beim Sport oder sowas. Wenn man erstmal drin ist und angefangen hat, dann fällt es einem immer leichter. Sprich aus Erfahrung. Bei mir beim Joggen zumindest mittlerweile so. Dass es echt mir viel, viel leichter fällt als am Anfang, diese Überwindung. Mittlerweile gehe ich einfach los und dann jogge ich. Da brauche ich gar nicht groß überlegen. Eigentlich ist dieses Autofrack-Schwachsinn, ne? An der Stelle. Ich mache hier, glaube ich, eher so einen alten Jeep hin. Dann hier vielleicht nochmal ein. Aber wir müssen das noch viel mehr überwuchern. Ich will halt, dass man den Weg hier zum Beispiel gar nicht sieht. Mache ich, glaube ich, auch hier an den Rand des Gebäudes. Das ist halt, glaube ich, dieses hohe Raptorgras eigentlich. Weil das ist halt wirklich schon sehr hoch. Weil wenn ihr mal guckt, das ist fast so hoch wie das Auto. Schon ziemlich cool. Aber damit können wir wirklich übertreiben. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so geizen. Wo ich auch das Schild mit eingebuchert sein. Und eigentlich fast alles. Ich frage mich ja, wie das später hier funktioniert mit den Dinos, wenn die hier langlaufen. Weil so eine kleine Hitbox haben die dann, glaube ich, schon für die Dinosaurier. Weil ihr seht ja mal, wenn ich sowas platziere, haben die ja trotzdem so einen roten Kreis. Und ich glaube, die Dinos ignorieren die Hitbox nicht. Deshalb bin ich da echt gespannt. Ich werde mich dabei jetzt erstmal austoben, dass das hier richtig schön dicht bewachsen aussieht. Ich kann natürlich jetzt hier auch noch die normalen Pflanzen noch dazu mixen. Oh, das ist so cool. Da verändert sich hier sogar die komplette Farbe. Oha. Es sieht halt jetzt schon so unfassbar gut aus. Bin echt gespannt, wo das hinführt. Kann das noch gar nicht einschätzen, wie das Ergebnis so wird. Es gibt auch noch so einen coolen umgefallenen Baum irgendwo. Da, den meine ich. Den könnten wir sogar auf das Gebäude machen. So passt das doch. Ich mache mal hier hinter schon mal so ein bisschen normalen Wald. Wir werden allgemein sehr viel mit Wald arbeiten. Und das Ziel ist es auch so ein bisschen von diesem ganzen Park, dass ich das schon mal mit dem Territorialsystem von Jurassic World Evolution 2 so ein bisschen faken werde. Ich werde mit unsichtbaren Zäumen nämlich Gehege bauen und dann die Dinosaurier in Anführungszeichen frei rumlaufen lassen. Also die laufen dann alle da rum. Sieht zumindest aus, als wenn die frei rumlaufen, aber die haben eigentlich Gehege. Und dann sieht es halt so aus, als wenn das deren Territorien sind. Weil ganz frei rumlaufen wollte ich die dann auch nicht lassen. Sonst würden sie sich alle auffressen und sowas. Und ihr wisst ja, ne, die Dinos hier, die jagen ja nicht aus Hunger. Die töten alles, was sich bewegt, die Fleischfresser. Oh, hier sind sogar so Zelte. Mega gut. Oh, Stürme. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Wir müssen mal eben schnell Zäune einzeichnen. Ich zeichne erstmal lieber zu viel als zu wenig ein, in der Hoffnung, dass was zerstört wird. Oh ja, es geht los. Der erste Sturm kommt. Da bin ich jetzt gespannt. Ich umzäune das mal eben. Weil es sieht jetzt nicht gut aus, aber ich habe halt die Hoffnung, dass schon einiges zerstört wird und wir dann mit dem kaputten Zaun sozusagen arbeiten können. Ich hoffe auch, dass wir in jeder Folge mindestens einen Sturm haben werden, der dann fleißig unsere Gebäude zerstört. So, perfekt. Habe ich noch ein anderes Gebäude? Oh, wartet mal, schnell. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, ich mache hier noch so ein Kraftwerk hin. Das finde ich auch immer ganz cool. Der erste Sturm kommt. Mach alles kaputt, Sturm. Wir qualmen schon was, das ist gut. Ist halt jetzt sehr dunkel beim Sturm, ne? Ich hoffe, das ist für YouTube nicht zu dunkel. Ansonsten muss ich echt den Shader runternehmen. Oh, wie cool, diese Dinger gehen alle kaputt. Diese Zusatzstation. Sehr schön. Ich hoffe, der fegt noch mal ein bisschen hier rüber. Das wird richtig gut. Je mehr der zerstört, desto besser. Von mir aus könnte auch die gesamte Zaunreihe hier zerstören, weil reparieren können wir immer noch nach Belieben. Nur halt, man kann leider nicht nach Belieben zerstören. Da muss man immer ein bisschen auf den Zufall hoffen.
Ich glaube, das war's jetzt mit dem Sturm. Viel mehr wird der nicht zerstören. So, ich glaube, so langsam hört es hier auf zu regnen. Und der Sturm ist vorbei, das ist gut. Können wir weiterbauen. Also mit Wirbelstürmen zu arbeiten, ist immer ein kleines Abenteuer. Das finde ich immer cool. Immer sehr spannend, sich das anzugucken. Ich habe mich übrigens extra für diese Dirtwege entschieden, weil ich finde, die normalen Wege, die sehen einfach zu heile aus. Ich habe da auch versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, dass das irgendwie zerstörter wirkt, aber es ist irgendwie alles nicht so ideal. Also ich finde das hier irgendwie am passendsten. Ich hoffe, der Park wird später nicht zu sehr laggen, weil ich zu viele Objekte benutze. Ich glaube, ich darf den Park dann auch nicht ganz so riesig machen. Also so ein Gesamtbild. Das Autofrack mache ich, glaube ich, mal hier so hin. Warum nicht? Und vielleicht hier noch so einen Fluss abgehen lassen. Ich glaube, das könnte auch ganz cool aussehen. Wenn hier dann so ein Fluss noch rauskommt. Oh, die Höhe ist doof. Da müssen wir einmal schauen, dass die Höhe vernünftig ist. Und ich hoffe auch, dass ich auf Wasserhöhe gebaut habe. Ansonsten habe ich zum Glück. Ansonsten wäre das wieder doof gewesen. Das vergesse ich mittlerweile auch irgendwie immer. Kein Plan, woran das liegt. Aber hier so ein Fluss entlang schlängeln, finde ich schon gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich mache nur zwei von den kleinen. Der große ist mir irgendwie ein bisschen too much. Jetzt nochmal ordentlich Pflanzen hier hin, damit es schön überwuchert aussieht. Könnte auch erstmal nochmal wieder mit dem normalen Pinseltool arbeiten. Also bei den Zäunen bin ich mir echt noch unsicher, ob ich das so lasse oder nicht. Es kann auch gut sein, dass ich die komplett entferne noch. Kann ich euch noch nicht sagen. Es kommt halt wirklich darauf an, wie es aussieht, wenn es dann zerstört ist. Das ist so eigentlich der Hauptgrund, der darüber entscheidet, ob die bleiben oder nicht. Wir haben auch noch keine Felsen verwendet. Da kommen wir auch gleich noch zu. Das Ganze auch nochmal spannender aussehen lassen. Erstmal hier ordentlich anpinseln. Ich glaube, ich werde versuchen, hier hinter jetzt mal so eine Felsformation oder sowas zu bauen. Da gibt es nämlich auch richtig coole Felsen. Den kann man auch richtig gut bauen. Muss man einfach mal sagen. Kann so richtige Klippen und sowas bauen. Schauen, wie gut wir das jetzt hinbekommen. Aber wirklich Übung habe ich damit noch nicht. Nehmen wir mal die beiden so für die Seiten. Dann das Ding hier. Oh, das ist gut, ja. So. Sieht ja schon sehr gut aus. Ist auch so cool, dass man diese jetzt ineinander platzieren kann. Dadurch hat man so viele Möglichkeiten, was zu machen. Wie krass. Jetzt könnte ich sogar hier vorne noch diese Dinger machen, zum Beispiel. Mal schauen, was daraus wird. Oh mein Gott, ist das nice. Und kann ich jetzt auch... Das ist auch wieder ein Test. Kann ich jetzt das Land anheben? Oh mein Gott, kann ich halt wirklich in den Fels sogar rein. Das ist richtig cool. Machen wir hier mal noch größer das Ganze. So. Sehr schön. Und jetzt müsste man einfach mit kleinen Felsen nochmal ein bisschen arbeiten. Diesen hier zum Beispiel. Das Ganze einfach nochmal ein bisschen schöner machen vom Übergang. Kann man auch mal ins Wasser gehen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel gleich auch noch Baumstämme und so vormacht. Ey, wie cool das aussieht. Es ist einfach heftig. Oben kann ich auch noch mal Felsen drauf machen. Kann man dann auch nehmen. Es ist mega. Es ist wirklich mega. Thank you.
Ja, Leute, ihr habt jetzt gerade noch mal einen Sturm gesehen, der hier einiges zerstört hat. Und ich finde, das sieht schon sehr cool aus jetzt. Gerade hier vorne das Gebäude ist jetzt alles zerdeppert. Es sieht schon sehr verlassen und kaputt aus. Genauso wollte ich es ja. Ist übrigens auch so, dass ich, glaube ich, schon bei der ersten Folge ein bisschen übertrieben habe, weil wenn ich jetzt hier rauszoome und zu viel in der Kamera habe von diesen ganzen Objekten, dann habe ich schon echt FPS-Probleme. Also es wird definitiv nicht so ein riesiger Park, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, das wird mein PC nicht mitmachen. Aber ich gebe mein Bestes, dass es da nicht zu sehr übertrieben wird. Aber das ist auch mit den FPS echt nur, wenn ich ja, zu viel von diesen Objekten angucke. Wenn ich jetzt zum Beispiel so schaue, ist alles entspannt. Dann ist alles wieder gut. Mit diesem Zaun warte ich erstmal jetzt noch, wenn da ein paar mehr Stürme durchgefegt sind, wie weit die den zerstören. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass hier überall Zaun steht. Ich würde mir halt wünschen, dass es eigentlich überall kaputt ist und nur solche Enden bleiben, wie hier zum Beispiel. Das würde ich cool finden. Also wenn das hier alles zerdeppert ist, vielleicht mal so ein kleines Stück noch dazwischen und hier dann auch irgendwie nur so ein Ende vom Zaun. Das wäre so das Ideale, was ich gerne hätte. Dafür müsste halt mal ein Tornado so richtig quer hier durch den Zaun fegen. Ja, es gibt noch ein paar Dinge, die ich eigentlich schon geplant hatte, aber gar nicht umsetzen kann jetzt schon. Weil ich muss ja ganz viel mit unsichtbaren Zäunen machen. Das hatte ich euch ja vorhin, glaube ich, schon erwähnt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es mit reingeschnitten habe. Auf jeden Fall müsste ich eigentlich ganz viel mit unsichtbaren Zäunen arbeiten, um halt diese Territorien für die Dinosaurier einzuzeichnen und sowas. Und auch gerade hier bei so Klippen, sowas wie hier, da müsste ich halt auch hier überall Zäune machen, damit die hier nicht einfach sinnlos die Klippen hochgehen. Das kann ich jetzt aber noch nicht machen, weil wenn ich jetzt die unsichtbaren Zäune einzeichne, dann würde der nächste Tornado auch diese zerstören und das würde mir nichts bringen. Also das muss ich dann wirklich am Ende machen, wenn ich die Tornados ausstelle, wenn alles schon zerstört ist, was zerstört sein soll. Und ja, ich dann fertig bin, dann müsste ich die ganzen unsichtbaren Zäune einzeichnen. Das mache ich dann auch in der letzten Folge, denke ich mal. Und zu guter Letzt will ich nochmal eben die Futterspender platzieren. Da habe ich nämlich auch eine Mod installiert, dass wir da unsichtbare haben. Pack die mal hier an den Rand. Ich bin mal gespannt, ob die den dann noch benutzen können. Weil da müsste jetzt auch ein Busch rauskommen. Dann noch hier ein paar andere Pflanzen mit dazu. So ein paar Farne und sowas. Damit das ein bisschen besser getarnt ist. Dann hätte ich gern auch noch die mit diesen orangenen Blüten, diese hier. Die da noch in die Ecke mitpacken. So, meinen Sie das doch wie eine schöne Futterecke hier aus. Ich hoffe, die können die benutzen. Aber wir müssen natürlich noch mehr davon machen. Oh, wie es ruckelt, ey. Das ist echt insane. Beim nächsten Mal werde ich nicht so übertreiben mit Deko. Da passe ich dann ein bisschen auf. Weil ich habe sonst echt Angst, dass das Parkbauprojekt ziemlich schnell in die Brüche geht. Ich setze jetzt mal hier noch überall so ein paar Futterspender hin. Die muss ich noch ein bisschen mehr einbauen hier, definitiv, mit ein paar Pflanzen. Aber mit hohem Gras einbauen, fertig ist. Das ist die beste Lösung. So. Das ist doch perfekt. Ich bin echt gespannt, ob die benutzen, die Dinos. Das werden wir dann im Laufe herausfinden. Und hier vorne hätte ich auch noch gerne Futterspender. Da können wir sogar mal testen, ob wir den direkt im Gebäude platzieren können. Das wäre cool. Wenn ich den zum Beispiel hierhin mache, sollte der ja auch rauskommen. Da bin ich gespannt, ob die den benutzen können. Und da landen gerade schon die letzten von den Dinosauriern, die ich freilasse. Ey, wie es einfach ruckelt, wenn ich in diese Richtung gucke. Also ich habe hier wirklich mit den Objekten übertrieben. Das werde ich in der nächsten Folge echt anders machen müssen. Und jetzt seht ihr zum Beispiel das Problem, was ich meinte. Also er läuft jetzt hier durch die Klippen durch, weil das eigentlich keine Hitbox ist. Deswegen, das muss ich am Ende halt alles mit unsichtbaren Zäunen dann noch abstecken. Aber ist ja egal, das wird schon am Ende dann gut klappen. Immerhin gehen sie hier hoch und die scheinen dann auch hier zu futtern, so wie es aussieht. Das funktioniert, glaube ich. Ja, richtig cool. Das ist nice. Dann essen die einfach da oben auf der Klippe. Genauso wollte ich das ja. Richtig cool. So, wir haben auf jeden Fall 3 Kentros und 2 Nasutoceratopse. Das sind die Dinosaurier für die erste Folge. Und für diese könnt ihr natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge in den Kommentaren lassen. Ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und das haben wir heute gebaut.